aus unserem Studio im Landtag Brandenburg. Die Blaue Runde, der Podcast mit Detlef Friehe. Und mit dem Fraktionsvorsitzenden Dr. Christoph Berndt, den ich sehr herzlich begrüße. Ja, Detlef, schönen Dank, dass ich kommen konnte. Guten Tag dir und guten Tag allen Hörern. Christoph, du hast eine Pressekonferenz gerade gegeben. Du hast dich den Landesjournalisten in Brandenburg gestellt mit einem Thema, für das wir ein bisschen zurückblicken müssen. So ein paar Tage ist es schon her, 6, wenn ich richtig mitgezählt habe. Da hat sich der Bundeskanzler zusammen mit den Ministerpräsidenten getroffen. Die Bund-Länder-Konferenz hat getagt, unter anderem zum Thema Migration. Die Journalisten waren alle ganz aufgeregt. Es war eine Sitzung, die durch die Nacht ging. Am frühen Morgen gab es dann ein Ergebnis. Und du bewertest dieses Ergebnis als unglaublich. Verrat mir, verrat den Hörern, warum das so unglaublich ist, was da rausgekommen ist. Naja, unglaublich im doppelten Sinne des Wortes. Also zum einen mal ist es wirklich erstaunlich, was da in dem Papier steht, was die beschlossen haben. Da werden Worte gewählt, Formulierungen gewählt, die bisher nur von der AfD kamen. Also es ist von illegaler und unkontrollierter Migration die Rede. Es ist davon die Rede, dass wir die Anreize senken müssen, dass wir abschieben müssen, dass die Ausstattung der Kommunen nicht ausreicht. Also alles das, was wir als AfD seit Jahren sagen und wofür wir seit Jahren beschimpft werden, als Organisation, die die Menschenwürde verletzt, die unmenschlich ist. Uns wird gesagt, es gibt keine Obergrenze für Menschlichkeit und dergleichen. Alles das, was wir gesagt haben, bestätigen jetzt der Bundeskanzler und die Ministerpräsidenten. Und das ist unglaublich. Aber es ist auch im wörtlichen Sinne unglaublich. Wir glauben denen nicht. Wir glauben denen nicht, dass sie den Willen haben, den politischen Willen, das, was sie aufgeschrieben haben, wirklich zu tun, nämlich die Grenzen zu kontrollieren, Illegale zurückzuweisen, massiv abzuschieben und wirklich dafür zu sorgen, dass dieses Problem gelöst wird. Also ich denke, das ist einfach ein taktisches Reagieren auf die Not, auf die Nöte in den Kommunen, auf die wachsende Zustimmung der AfD. Also man will jetzt ein bisschen Druck rausnehmen und sagen, ja, wir wissen, so kann es nicht weitergehen und wir werden schon die Dinge richten. Aber es sind Absichtserklärungen und ich glaube ihnen nicht, dass die den Willen haben, die Probleme zu lösen. Das wäre jetzt auch meine Frage gerade gewesen, Christoph. Warum gerade jetzt dieser Schritt? Du sagst, das Geld geht aus, der Druck in den Kommunen wächst, die Wahlergebnisse der AfD oder die Umfrageergebnisse zumindest der AfD üben Druck auf die Altparteien aus. Ist das so ein Konglomerat an Druck, das sich da jetzt aufgebaut hat? Ganz genau, das, was du sagst. Und da kommt noch mindestens ein Punkt dazu, dass im Ausland natürlich auch Unverständnis ist. Ja, ich drücke mich sehr freundlich aus. Also, dass man es nicht mehr hinnehmen will, so wie Deutschland einfach als Magnet Migranten aus aller Herren Länder anlockt. Und guckt ihr Länder wie Schweden an oder guckt ihr Länder wie Dänemark schon länger, die haben eben die bisher früher, also Dänemark ja schon länger, aber auch Schweden, bisher eine sehr sogenannte liberale Einwanderungspolitik hatten, die also auch jedermann kommen ließen. Schweden versinkt in Kriminalität und auch in Schweden hat ein Umdenken stattgefunden und das sieht man auch in anderen Ländern im Westen. Und auch da entsteht Druck auf Deutschland. Wir wissen es ja, gab ja Verhandlungen in der EU schon vor einigen Monaten. Deutschland hat sich gesperrt gegen strengere Migrationsregeln. Der Druck kommt eben auch aus von außen. Durch die Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien gehe ich davon aus, dass viele Deutsche der Meinung sind, okay, da tut sich jetzt was, die kümmern sich, es wird sich was verändern, der Druck wird rausgenommen werden. Du vertraust denen nicht, den Altparteien, den noch Regierenden. Woran machst du das fest? Naja, weil sie über Jahre all das, was sie jetzt sagen und was wir seit Jahren gefordert haben, abgelehnt haben. Und man ändert ja nicht so schnell seine Überzeugungen und seinen inneren Kompass. Wir fordern seit Jahren eine Kontrolle der Grenzen. Wir fordern seit Jahren einen Stopp dieser Art der Migration. Aber CDU voran, vor allem unter Angela Merkel, denken wir dann SPD, Grüne und Linke, die haben immer eine andere Weltsicht. Die halten Nationalstaaten für etwas von der Vergangenheit. Die wollen keine Nationalstaaten mehr. Die wollen keine Grenzkontrollen in diesem Sinne mehr. Die wollen eine freie Weltgesellschaft. Die wollen eine Weltgemeinschaft. Und diese Ideologie, die haben sie ja nicht einfach aufgegeben. Sie hängen ja dieser Ideologie nach wie vor an. Und deswegen glaube ich, ist das, was jetzt Bundeskanzler und Ministerpräsidenten beschlossen haben, nicht Ausdruck eines politischen Willens, sondern Ausdruck einer taktischen Anpassung. Nun werden ja aktuell die Grenzen, gerade die zum Beispiel aus Polen, zu uns nach Brandenburg kontrolliert.
Welche Motivation vermutest du dahinter? Ist das auch nur eine Art Placebo, der mehr oder weniger, was die Zahlen der Migration, was die Zahlen der illegalen Migration angeht, überhaupt nichts bringen wird? Naja, das ist so. Also das ist jetzt der Versuch auch des CDU-Innenministers zu zeigen, wir lösen das Problem. Also der Versuch der AfD, das Wasser abzugraben. Aber ich glaube nicht, dass da wirklich ein großer politischer Wille ist, das Problem zu lösen. Wenn das so wäre, dann würde man nicht 2500 vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer in Brandenburg dulden, sondern dann würde man dafür sorgen, dass die wirklich außer Land gebracht werden. Wir wissen ja, da gab es eine Verabredung vom Bundeskanzler mit Friedrich Merz und dann gab es entsprechende Beschlüsse, dass man verstärkt abschieben will. Am Ende kommt man auf eine Zahl von 600 pro Jahr in Deutschland. Und wenn man weiß, wie viele insgesamt in Deutschland vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer sind, da gibt es unterschiedliche Angaben zwischen 50.000 und 300.000, dann würde es also mit diesen verstärkten Abschiebebedingungen zwischen 80 und 500 Jahren dauern, um die illegalen Ausländer außerhalb des Landes zu bringen. Aber Detlef, ich finde, da ist noch ein Punkt schon ganz interessant, den wir unbedingt noch mal betonen müssen. Es werden jetzt an der Grenze zu Polen Kontrollen durchgeführt. Mhm. Und es werden Menschen, die nach Deutschland wollen, ohne Pass und ohne Visum abgewiesen. Die dürfen nicht rein. Und darüber ist sogar hier in der Lokalpresse berichtet worden. Und das ist das, was wir seit Jahren fordern. Grenzkontrollen und Menschen, die keinen Aufenthaltstitel und keinen Pass haben. Und wir wissen ja, ganz viele dieser sogenannten Flüchtlinge ihre Pässe extra wegschmeißen, damit sie nicht mehr rausgeschickt werden können, gar nicht ins Land zu lassen. Da wurde uns gesagt, das geht nicht. Und siehe da, es geht, es ist möglich, man muss es nur wollen und dann geht's auch. Auch wenn dieses Wollen derzeit taktisch motiviert ist und nicht wirklich aufgrund einer Politik ist, die sagt, wir wollen unseren Deutschland als Nationalstaat erhalten, egal. Es zeigt, diese Rückweisung von Migranten an der Grenze zu Polen zeigt, es geht. Man kann die Grenzen kontrollieren und man kann illegale Migration verhindern. Das muss im großen Stil passieren, es müsste noch idealerweise auch an den Außengrenzen Europas passieren, aber ganz wichtig ist, es geht. Wir haben es gefordert und siehe da, es ist wirklich möglich. Man muss es nur wollen. Würden unsere Grenzen kontrolliert werden, wenn es die AfD nicht gäbe? Hundertprozentig nicht. Eine kurze, aber sehr treffende Antwort vom Fraktionsvorsitzenden von Dr. Christoph Berndt. Wir reden in dieser blauen Runde über die Ergebnisse der Bund-Länder-Konferenz in der vergangenen Woche. Bundeskanzler, Ministerpräsidenten haben zusammengesessen und sich über Migration unterhalten. Diejenigen, die dabei waren, die hinterher befragt wurden, haben mehr oder weniger verbreitet, jetzt wird alles gut, denn wir haben eine Hausnummer und wir haben eine Zahl. 7.500. 7.500 Euro gibt es für die Kommunen pro Jahr pro Migrant. Das erscheint mir jetzt nicht gerade viel Geld. Nein, und das ist sehr vorsichtig ausgedrückt, das reicht bei weitem nicht. Und da ist es wichtig, dass man noch mal etwas in Erinnerung ruft, was der Hessische Städtetag vor anderthalb Jahren im April 2022 verkündet hat und was für uns in Brandenburg ganz wichtig ist, dass der Geschäftsführer des Brandenburger Städte- und Gemeindebundes bestätigt hat. Und danach kostet nämlich die Versorgung und Unterbringung eines Migranten nicht 7.500 Euro im Jahr, sondern etwa 45.000 Euro im Jahr. Mhm. 45.000 Euro im Jahr etwa kostet jeder Migrant. Das ist eine Diskrepanz. Ja, und da kann man sich ausrechnen, da bleiben ungefähr bei dem Zuschuss von 7.500 Euro, den der Bund gibt, für die Kommunen knappe 37.000 Euro pro Migrant übrig. Das ist eine gigantische Zahl. Wir mussten als Kreistag Märkisch-Oderland, dem ich ja angehöre als Kreistagsabgeordneter, gerade 12,5 Millionen Euro in den Haushalt nachschießen, weil das das Geld ist, was bei uns fehlt, in erster Linie für die Unterbringung von Migranten, das im aktuellen Haushalt so bisher nicht vorgesehen war. Die AfD-Fraktion hat als einzige dagegen gestimmt, das darf man auch mal an dem Punkt so sagen. Und das sind ja nicht nur wir in Brandenburg als Märkisch-Oderland, es sind alle Kreise, es sind alle Kommunen, die davon betroffen sind. Und wenn ich mir unseren knappen Haushalt angucke und wir 12,5 Millionen da rausstreichen müssen, das trifft die Kommunen unseres Landes, das trifft unsere Kreise im Mark und auch in den Leistungen, die wir ja wirklich vorhalten müssen. Was sagst du aus dem Brandenburger Landtag den Menschen in den Regionen unseres Landes? Wie ist da Abhilfe zu schaffen? Ja, da ist nur Abhilfe zu schaffen, indem man diese Art der Migration stoppt. Ich habe jetzt gerade eben noch mal den Taschenrechner aufgemacht, Detlef, in dem Moment, wo du gesprochen hast und noch mal ausgerechnet, was kostet es eigentlich, diese 40.000 Migranten, die in den letzten zwei Jahren zu uns gekommen sind. Oder es sind eigentlich mehr, es sind 50.000. 40.000 plus 10.000, 50.000 kann man es ja ausrechnen. Wenn wir 45.000 pro Migrant aufwenden müssen, Euro,
und wir haben 20.000 Migranten, dann kommen wir in einen Bereich von etwa 2 Milliarden Euro. Und das ist dann mehr als 10% des ganzen Geldes, was wir in Brandenburg im Landeshaushalt zur Verfügung haben. Und selbst wenn der Bund da etwas zuschießt, dann sind es immer noch gigantische Beträge. Und da müssen wir uns nicht wundern, dass wir eine marode Infrastruktur haben und dass es da nicht besser wird. Und da muss sich auch der Städte- und Gemeindebund nicht wundern, dass das Geld nicht da ist, um Schulen zu bauen, um Kitas zu bauen, um die Krankenhäuser wirklich auf einen modernen Stand wiederzubringen. Wir können das alles nicht leisten, wenn wir in diesem Ausmaß, in diesem Übermaß diese Migration dulden. Das geht auf Kosten der Substanz, das ist völlig klar. Nun haben die Verantwortlichen in den aktuellen Regierungen erkannt, dass es Pull-Faktoren gibt, dass die Bargeldleistungen, die Migranten hier in Deutschland und in Brandenburg bekommen haben und immer noch bekommen, dass die ein ganz deutlicher Pull-Faktor sind. Die Leute kommen zu uns, werden rundum versorgt und haben ein schönes, sehr ordentliches Taschengeld, das sie in vielen Fällen nach Hause schicken können. Das soll jetzt bekämpft werden durch eine Bezahlkarte. Wie sieht die AfD-Fraktion dieses Konzept der Bezahlkarte? Wird das wirklich was ändern? Wird das die kommunalen Kassen entlasten? Na, vermutlich erstmal nicht, weil die Aufwendungen die gleichen sind. Ob ich das jetzt über eine Karte mache oder über Bargeld, das ist zweitrangig. Also es bleibt dabei, wir müssen einfach weniger Geld ausgeben und weniger Geld geben wir nur dann aus, wenn wir weniger Migranten haben. Natürlich, der Kanzler und die Ministerpräsidenten haben jetzt beschlossen, dass es einen längeren Zeitraum Leistung nach Asylbewerberleistungsgesetz gibt und nicht nach Sozialhilfe. Das ist ein gewisser kleiner Unterschied. Das ist etwas weniger, aber das ist in Wirklichkeit doch keine finanzielle Entlastung, die wirklich durchbringen würde, die wirklich dazu führen würde, dass das Problem behoben ist und die auf der anderen Seite auch wirklich keinen Anreiz mehr zur Einwanderung nach Deutschland liefern würde. Und über kurz oder lang kommen doch alle, die nach Deutschland gekommen sind, ob mit Pass oder ohne Pass, ob legal oder illegal, dann ins Bürgergeld. Und wir haben ja auch gerade dieser Tage gehört, dass auch im Bürgergeld nachgeschossen werden muss, dass da nochmal 3 Milliarden zusätzlich aufgewendet werden müssen. Und wir wissen doch auch alle, dass es mehr Ausländer gibt, die Bürgergeld bekommen als Inländer, dass das Bürgergeld in Wirklichkeit ein Nichtbürgergeld ist und natürlich ein ungeheurer Anreizfaktor. Also es bleibt dabei. Wir müssen, um die Probleme zu lösen, erstmal die Migration wirklich stoppen. Und das wird auch bedeuten, dass wir und da gibt es ja auch Protokollerklärungen aus Sachsen und Bayern bemerkenswerterweise, die auch eine alte AfD-Forderung aufgenommen haben. Wir müssen das Asylrecht ändern. Wir müssen dieses Recht auf Asyl, wie es in Deutschland hier noch besteht, in Frage stellen. Wahrscheinlich müssen wir es abschaffen. Und wenn wir das überhaupt in der Vergangenheit ernst genommen hätten, dann wären wir nie in diese dramatische Situation gekommen. Ich will noch mal in Erinnerung rufen. Die Menschen, die mit dem Zauberwort Asyl nach Deutschland kommen, werden ja dann vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge überprüft. Und anerkannt als politische Flüchtlinge, und für politische Flüchtlinge war das Asylrecht ja eigentlich gedacht. Es ist weniger als 1%. Mehr als 99% der Menschen, die hierher kommen, sind keine politischen Flüchtlinge. Und das müssen wir auch in unserem Asylrecht berücksichtigen. Sonst werden wir das Problem nicht lösen können. Wir müssen also den Zustrom stoppen und wir müssen diejenigen, die kein Recht haben, im Land zu bleiben, auch wirklich konsequent abschieben. Nicht nur mit Worten, wie es Bund-Länder jetzt gesagt haben, sondern mit Taten. Dr. Christoph Berndt, das Asylrecht, das wir haben, muss geändert werden. Vielleicht muss es sogar gänzlich abgeschafft werden. Hast du irgendeine Hoffnung, dass das mit den jetzt Regierenden realisierbar ist? Nein, es muss den politischen Willen geben, das Asylrecht auf den Prüfstand zu stellen und erforderlichenfalls auch ganz abzuschaffen. Es muss den politischen Willen dazu geben. Ich glaube nicht, dass CDU, SPD, FDP, Grüne und Linke den politischen Willen dazu haben. Und wenn sie das tun sollen, dann muss die AfD noch stärker werden. Dann müssen wir sie dazu treiben, so wie wir jetzt Bundeskanzler und Ministerpräsidenten dazu getrieben haben, wenigstens auf dem Papier das zu bestätigen, was wir seit Jahren sagen. Und wir dann hinterher tatsächlich sagen können, auch wenn wir es eventuell nicht selber umgesetzt haben, auch in dem Fall gilt, AfD wirkt. Ja. Nur so wird's gehen. Die blaue Runde. Wir informieren Brandenburg bei Apple, Google, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.